Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hard World. Hier ist euer Darkie. Das Intro fällt heute aus. Ja, ich will allen hier auf dem Kanal erstmal frohe Weihnachten wünschen und frohe Festtage mit eurer Familie. Das werden wir heute auch tun. Entschuldigt meine Stimme, ich bin schon seit heute Morgen 5 Uhr auf und immer noch am Arbeiten und mache jetzt auch gleich Schluss. Das ist das letzte Video, was ich drehe. Wie gesagt, ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr so toll den Abo-Knopf gedrückt habt, hier mit auf dem Kanal geblieben seid. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben dieses Jahr sehr gut zugelegt durch eure Unterstützung. Dafür erstmal aller lieben großen Dank. Ne? Ja, was soll ich sagen? Es war ein Jahr für uns alle, was auf und nieder und durch die Lockdowns und was es alles so gab, ist es für den einen und anderen bestimmt auch nicht losgewesen. War bei uns genau das Gleiche, ne? Aber es geht hier weiter, also macht euch keine Sorgen, alles gut. Ne? Ja, und dann war dieses Jahr doch irgendwie, wie soll man sagen, da muss ich so ein bisschen Silbermond zitieren. Was für ein Jahr, was für ein Sommer. Und ich weiß nicht, ob er scheiße war dieses Jahr. Naja, wir haben alle mit Einschränkungen zu leben, aber jetzt ist Weihnachten und man denkt so ein bisschen zurück, wie ist es gelaufen. Ne? Aber das Jahr geht rum und ich sage immer, und da müssen wir alle jetzt positiv denken, am Ende des Tunnels ist immer ein Licht und das wird auch für nächstes Jahr kommen. Ich hoffe, es wird da besser sein für uns alle. Das wünschen wir uns. Und was ich euch mit noch auf den Weg geben soll, bitte passt auf euch auf. Bleibt gesund. Haltet Abstand. Und wie soll ich sagen, und Masken aufsetzen. Und wir werden sehen. Ich werde einer der Ersten sein, wenn die Möglichkeit da ist, mich impfen zu lassen, zumindest. Ich bin ja nur in Stufe 3 Altersklasse. Das erstmal zu diesem ganzen anderen Mist. Es hat mir unheimlichen Spaß gemacht mit euch zusammen. Und es wird auch nächstes Jahr fleißig weitergehen. Und da kommen wir dann auch gleich zu. Wie läuft es denn nächstes Jahr weiter? Also die Videos für dieses Jahr sind abgeschlossen. Ich hätte euch an dieser Stelle eigentlich den Star Wars PC zeigen wollen. Aber das habe ich einfach zeitlich nicht mehr gepackt. Die Star Wars Serie wird abgeschossen Anfang Januar mit dem PC, der steht da hinten. Den kriegt er dann auch zu sehen. Und wie läuft es auf dem Kanal weiter? Ja, für die Zukunft werde ich nicht mehr ganz so viele Videos rausholen. Es ist einfach nicht machbar, ne, weil ich jetzt auch über Weihnachten mir mal gesagt habe, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, ich muss zusehen, dass ich mich auch ein bisschen mehr um meine Familie kümmere. Die hat ganz schön gelitten dieses Jahr, muss man ehrlich sagen. Und deswegen werden wir so bei 2 Videos bis maximal 3, aber wirklich maximal 3 landen in der Woche. Also nicht im Monat, sondern in der Woche. Schauen wir mal, dann gibt es natürlich Gaming geht weiter. Und dann würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr uns hier auf dem Twitch-Kanal, der ist ja jetzt umbenannt auf Darkies Gaming World, da wird dann immer dienstags und donnerstags für die Zukunft gestreamt drauf. Diverse Games, donnerstags meistens CSGO, das geht jetzt erstmal weiter, auf jeden Fall. Server ist weiter verlängert und vermietet, das zahle ich immer gerne aus meiner eigenen Tasche. Weil es auch Spaß macht und dann habe ich natürlich auch noch besondere Dankeschön, wie gesagt, an euch, an das DAW-Team, Gaming-Team, ne, besonders hier alle, die fleißig immer mit jeden Donnerstag dabei waren. Ich will sie nicht alle, Mastermind und Cortana ist gerade dazu gekommen, ein Arbeitskollege, der Ghost und 47er, schönen Gruß an deinen Kanal, 47er, töten und mehr oder bauen mehr. An die alle Leute oder Dennis und so weiter und Cyrix und wer alles so schön dabei war, Hachi und Keks und an euch einen besonderen Dank. Ihr
Es hat Spaß gemacht, mit euch jedes Mal zu zocken in jeder Richtung. Da wäre dann schön, wenn ihr uns öfters mal besucht. Das fördert den Twitch-Kanal ein wenig, weil den wollen wir ein bisschen nach vorne bringen. Dann ein Thema, wo der eine oder andere sich gefragt hat, wieso blendet der jetzt immer so viel Werbung ein? Also, dass in der Mitte des Videos jetzt immer Werbung kommt, hat den Background, dass ich den Kanal auch irgendwo ein bisschen finanzieren muss. Mit YouTube verdient man kein Geld und ich will auch hier nicht rumjammern. Deswegen haben wir gesagt, geht Mitte des Videos jetzt immer Werbung raus, damit wir Einnahmen erzielen können. Sonst unterhalten wir, bekommen wir ja keine große Unterstützung. Also dann wäre es schön, wenn da nicht rumgemault wird, weil das ist halt, dass es hier auch weitergehen kann und wir auch neue Sachen bringen können, dass sich das Ganze hier dann auch ein bisschen finanziert davon und ich das nicht wieder aus der Familienkasse nehmen muss. Wäre dann schön. Das mal zu dem Thema. Dann habe ich eine Aktion geplant im Januar. Wie ihr alle wisst, ist der nächste Lockdown höchstwahrscheinlich schon angesagt, weil wir werden ja wohl nicht so schnell davon kommen. Und ich habe letztens Nachrichten gesehen und diese Aktion wollte ich jetzt nicht zu Weihnachten machen, dass viele Schüler zu Hause sitzen, dann im im Homeschooling und einfach nicht gar keine Möglichkeit, dieses Homeschooling wahrzunehmen. Und dazu möchte ich mir gerne mal eine Familie aussuchen, die jetzt nicht die Möglichkeit hat, zwar vielleicht aber ein Internet oder so, aber irgendwie kein Laptop oder was weiß ich, dass wir da vielleicht mal eine Spendenaktion ins Leben rufen und uns eine Familie aussuchen, hier aus Niedersachsen oder wie auch immer. Niedersachsen wäre natürlich schön, weil wir können dies persönlich abgeben. Vielleicht einen Rechner oder einen Laptop zusammen sammeln und dass ich das dann persönlich übergebe. Ich würde natürlich auch was dazugeben, so ist das nicht. Ne? Das sollt ihr nicht alleine machen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solcher Aktion haltet. Und vielleicht können wir da mal eine Familie mit unterstützen. Das finde ich eigentlich eine tolle Aktion in diesem Sinne. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann habe ich mir natürlich auch für eine gute Zusammenarbeit bei zwei Firmen zu bedanken. Das ist einmal der Chef meiner Frau. Das war ein schöner Auftrag dieses Jahr und es hat auch Spaß gemacht. Also Stefan, ne, du weißt schon, wer gemeint hat. Das ist der Boxenstopp hier in Langerhang und da möchte ich auch nicht jetzt Werbung machen. Und besonders Dani, auch meiner Lieblingskunden, wenn ich dann mal rausfahre, von Cousine, das ist eine Gebäudeinstallation. Das ist jetzt keine Werbung, aber das sind so meine Lieblingskunden in den Firmenbereich gewesen. An alle Privatkunden, die mich dieses Jahr gebucht haben, zum irgendwelchen Geschichten machen, da möchte ich mich natürlich auch bedanken. Das hilft hier auch auf YouTube weiter, weil damit finanziere ich teilweise auch den Kanal. Dann haben wir dieses Jahr Glück gehabt. Ich bin in einem Produkttesterprogramm gelandet. Namen will ich auch nicht nennen. Da kommen natürlich dann auch noch gelegentlich Produkte ran, wie wir werden mal jetzt einen HDMI-Check Kabel machen, was da so wirklich dran ist an 4, 8K und. Also so eine Art wie beim Netzwerkkabel. Was nehme ich denn? Ist das gut? Ist das gut? Aus dem Hardware-Bereich wird natürlich auch noch das ein und andere kommen. Wir haben noch ein paar Rechner am Start, ein paar Laptops und da wird auch auf jeden Fall nochmal in Technik-Tipps was kommen. Eine Sparte werde ich einstellen, und zwar Dark Giver shoppen. Aus dem Grund, die ganzen Dislikes, und die sind mir einfach, weiß ich nicht. Vielleicht ist da Neid drin, ich habe keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich relativ wurscht, ich muss da auch für arbeiten. Und vielleicht passt das auch hier auch gar nicht so wirklich rein. Auch vielleicht denkt der ein oder andere Mann, der muss ja ein Geld schwimmen, dem ist aber nicht so, ich muss da genauso arbeiten wie ihr auch für. Also, na, Blödsinn. Na, ist bloß manchmal ein bisschen einfacher, wenn man halt eine Firma hat, dass man da gelegentlich mehr Sachen bestellen muss. Aber das ist auch, hat auch was mit Arbeitsaufwand zu tun. Ich möchte mich auf andere Sachen konzentrieren und vielleicht passt das auch gar nicht so in den Kanal. Also ich möchte auch ein bisschen mehr zocken und Pakete auspacken und euch das zeigen. Das kann man auch in Videos legen, indem man die Produkte zeigt. So viel dazu. Also die letzte Folge kommt.
Ja, das ist es so im groben Rand. Ich hoffe, fällt mir noch irgendwas ein. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch alle. Feiert schön. Ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest. Lasst euch beschenken. Bleibt mir gesund und bleibt hier auf dem Karneval. Darüber freue ich mich. Über auch die vielen Feedbacks, die wir dieses Jahr bekommen haben. War nicht nur um alles miese. An die miese Petra, dem man es nicht recht machen kann. Kann ich nicht ändern. Ne? Stört mich auch nicht. Ist halt so. Man kann nie alles perfekt machen. Dann habe ich letztens noch eine Sache zu hören bekommen, wegen dem Ton. An diesem Ton wird nichts gemacht. Das ist eine Systemkamera. Da ist schon ein Rode Mikro drauf. Und mehr mache ich da nicht mehr. Wir sind hier mit dem Equipment soweit durch. Wir haben alles, was wir brauchen, um weitermachen und oder gut arbeiten zu können. Und das ist für einen Privatkanal, sage ich mal, ausreichend. Ja, da steckt schon genug drin. Tontechnisch kann ich noch ein bisschen was in der Software machen. Das habe ich bis jetzt auch immer getan. Da werden wir vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten. Da muss ich mich da noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Vielleicht kann man da noch das eine und andere verbessern. Schauen wir mal. Ja, das war es so im Groben und Ganzen. Ich kann euch nur noch viel Spaß auf dem Kanal wünschen. Wie gesagt, bleibt gesund. Und zu Silvester gibt es dann nochmal unseren Gaming-Silvester mit meinen Kids. Ja, die sind leider noch nicht, der eine schläft noch und der andere ist leider noch, der kommt erst morgen. Und der Gamescrack. Und ja, lasst euch schön beschenken. Ich wünsche euch eine schöne Festtage. Und zu Silvester, naja, da werden wir dann uns was einfallen lassen müssen. Alle, ne? Aber es gibt die Silvesterzocken, wenn es auch das Knallen ausfällt. Damit kann man auch. In diesem Sinne, wie gesagt, nochmal Dank an euch alle. Ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. Wie gesagt, schöne Festtage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns hoffentlich wieder, weil die nächsten Videos sind schon am Start und werden euch natürlich nicht vorenthalten. Ich sage jetzt Tschüss, bye bye. Macht's gut. Und danke für die vielen Abos. Und dazu kommen wir, bitte nicht den Abo-Knopf vergessen zu drücken. Und an die Likes freue ich mich natürlich auch und über die tollen Kommentare, die ich bis jetzt bekommen habe. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Bye-Bye. Macht's gut, euer Daki. Und bleibt gesund. Bye-Bye. Schöne Festtage. Bis zum nächsten Check. Frohe Weihnachten.